Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Assassin's Creed. Hübscher Vogel. Willkommen zurück zum hübschen Vogel. Wir müssen nur noch den letzten Wächter holen. Die Aufgabe, die uns Hans gegeben hat, die Wächter für seine 4 Tore. Der letzte fehlt noch, es ist Herakles. Der befindet sich hier hinter mir in diesem Schleier, hier im Tartaros. Bei diesem eindrucksvollen Turm. Schön, dass ihr wieder dabei seid in der heutigen Episode. Und ja, mal gucken, was uns hier erwartet heute bei Herakles. Mal gucken. Die anderen waren ja nicht so die schwierigen Gegner. Ich muss mir auf jeden Fall noch mal einmal kurz umziehen, damit ich den Raum betreten kann. So, schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode und danke an alle, die gestern einen Daumen nach oben da gelassen haben. Das wollte ich noch gerne sagen. Denn das kann man ja gar nicht oft genug erwähnen, wie nett hier die Unterstützung ist. Immer noch bei diesem grandiosen Let's Play von Assassin's Creed. Wobei das Spiel ist grandios. Ob das Let's Play grandios ist, das habe ich nicht zu beurteilen. Wow. Alter. Die Figuren, das sind doch Titanen. Das könnte Kronos und sowas sein, auch mit den großen Ketten. Oder irgendwelche Zyklopen-Oger. Der hat ja einen eindrucksvollen Raum gekriegt, der gute Herakles. Nee, das sind nur Zyklopen. Allein schon nur. Nur Zyklopen ist auch gut, ne? Aber wie die hier an die Wand genagelt sind, ey. Oh. Nee, Herakles, das war aber noch, ne? Also, wenn, dann kriegst du hier ordentlichen, kritischen, reingedrückten Meuchelangriff. Damit du gleich mal weißt. Ja, bin ich. Und ich bin stolz drauf. Lange her, dass ich einen guten Kampf hatte. Herakles, ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Ich brauche dich. Kämpfe, sage ich. Sagst du? Du willst mir also hier Befehle geben, oder was? Wow. Von seiner schweren Keule will ich hier nicht getroffen werden. Deswegen bleib ich mal bei den schnelleren Schwertern hier gerade. Ihr habt ja gesehen, wenn der auf den Boden schlägt, kommen Felsbrocken von der Decke. Au, der hat gesessen. Müssen wir wieder Gift auftragen. Na, dicke Tanne. Speckkleider. Wir kämpfen wie ein Argonaut. Hört, ihr kämpft wie eine Kuh. Na komm. Nein. Ha, den zweiten kann ich aber parieren, den ersten nicht. Ja. Ich kann den auch einfach mal locker den hier reinhauen, ey. Das tut auch weh, was? Und weg. Und der Schatten, ne? Ich muss meine Liste mal wieder umdrehen, so. Und der letzte Heldenschlag. Damit ist auch Herakles Geschichte. Herakles, erhebe dich und sei ein Held für Hades und all die Menschen in der Unterwelt. Das ist auch so ein geiler Text so. Sei ein Held für Hades. Oh ja, für Hades ein Held sein. Einzigartig. Damit war's das. Das war's. Kein Text von Herakles diesmal? Sonst hatte jeder immer so einen Text mit dabei. Er nicht. Er war nicht so der Redselige. Er hat lieber zugelangt. Mehrere Quests angenommen. Okay, da gibt's nichts mehr Großartiges, das nur Feuer unten. Nichts, wo man noch reinspringen könnte. Haben sich die Risse jetzt zurückgebildet? Kann ich jetzt hier einfach rausgehen? Vielleicht, weil die ganzen Wächter jetzt stehen oder so. Das ist nämlich echt nervig, wenn ich jetzt noch meine Rüstung um... Nö, der ist noch da. Okay, was habe ich denn für mehrere Quests angenommen? Erstmal die Waffe von Herakles angucken, aber die war ja nichts für mich. Das ist hier das Ding. Verfluchter Streitkolben des Herakles, Kriegerschaden.
Schwere Keule und gezähmte Bestien fügen Feuerschaden zu. Das ist nur eine Quest. Sprich mit Hades. Durch den Abschluss von Die Arbeiten der Hüterin wird dieses Abenteuer in der Unterwelt beendet. Okay, das ist der Schluss. Wir sind hier am Ende. Guck mal, wir kriegen da den Helm von Hades und seine Waffe. Heißt das, wir kämpfen jetzt gegen den? Wenn wir da schon die Belohnung bekommen. Aber warum sollten wir gegen den kämpfen? Außer wenn er nicht seine Sachen einhält. Kann ich in die Schnellreise eigentlich hinmachen? Weltenportal? Nö. Was ist denn der günstigste Ort hier gerade? Ich glaube hier und dann einfach hier unten durchreiten. Oder das hier und dann hier so durchreiten, ist eigentlich egal. Palast des Hades, schnell. Ach, ich bin immer noch im. Ich muss ja kurz aus diesem blöden Tartarus-Gebiet hier raus. Sonst kann ich nirgendwo hinreisen. Das ist aber interessant, dass da jetzt dran steht auch, dass diese Quest das Ganze hier beendet. Das ist aber nett. Weil dann weißt du immer ganz genau, ey, habe ich noch Aufgaben, die ich noch machen sollte, bevor ich da jetzt zu Hades gehe? Oder halt nicht? Das Gute ist aber, ich habe wirklich alle Gebiete... Pferd kann ich auch nicht rufen. Ich habe alle Gebiete ja durch. Jetzt muss ich hier echt noch zu Fuß rausrennen, damit ich hier wegreisen kann. Also ich habe die Questreihen alle fertig, ich habe alle Fragezeichen fertig, ich habe hier nichts mehr zu erledigen. Hier, aber hat echt noch einer überlebt. Oder zwei. Ich hatte gar nicht alle Wachen tot. So, jetzt ist, glaube ich, der... Jetzt ist der Tartarus gesichert. Die zwei waren noch da versteckt in der Hütte. Die kann man auch mal schnell am Vorbeigehen wegschlachten. So, jetzt habe ich alles. Jetzt muss ich hier irgendwo mal hinkommen. Wir hätten hier echt mal noch einen passenderen Schnellreisepunkt hinbauen können. So. Gehen wir dahin. Schnellreise war wenigstens schon mal erfolgreich. 700 Meter immer noch, ey. Aber warte, wir haben eine Seilbahn hier. Da muss ich nicht ganz so weit laufen. Eine Seilbahn vom Tempel des Hades hier runter. Wenn ich dann aber jetzt schon wieder durch bin mit der Episode, muss ich mal schauen, wie ich dann die Zeit mal wieder überbrücken kann, bis es mit der Episode 3 weitergeht. Denn leider ist die ja... Oder werden die ja immer nur in Abschnitten von, ich glaube, 6 Wochen oder so veröffentlicht. Das heißt, wir haben da noch einige Wochen Wartezeit. Aber ich habe noch ein paar griechische Geschichten. Oder was heißt ein paar? Eine. Auch nur noch eine. Eine griechische Geschichte. Da kann ich vielleicht, weiß nicht, 2 Videos von machen oder so. Und dann war es das hier wieder. Aber die Wartezeit haben halt alle, ne, die Assassin's Creed spielen. Da werde ich auch nicht von verschont. Oh, ruckelt. So, hier die Straße lang, da müsste ich ankommen. Na? Warum wird das Pferd wieder mal so langsam? Nur weil da wieder Zivilisten stehen. Hier fehlen noch ein paar Texturen. Ah, da ist sie gekommen. Ja. Da kann man sich schon mal erschrecken, wenn die Kassandra kommt. Hier kommen die letzten 80 Meter, gehe ich zu Fuß, wenn mein Pferd nicht den Durchgang versperrt. Wir gehen also hierhin, wo alles begonnen hat hier, wo wir die Welt betreten haben. Pfad der Unterwelt. Ach nee, schau mal an. Okay, von denen ist nicht mehr viel übrig. Der wurde gleich zerfleischt. Aha, Cassandra ist zurück. Und der Sieg steht ihr ins Gesicht geschrieben. Wo ist dein Bruder? Gibt's keine Wetten abzuschließen? Das ist längst geklärt. Er hat verloren.
Die Tore haben ihre Wächter, Charons verlorene Seelen ruhen in Frieden. Und jetzt sag mir, was du über den Stab weißt. Das habe ich dir nie versprochen. Ich sagte, ich helfe dir, dein Schicksal zu erfüllen. Okay. Der Stab ist mein Schicksal. Hör auf, Spielchen mit mir zu spielen. Genau. Hör auf mit Rätseln, ne? Klare Antworten will ich haben. Schluss mit den Spielchen, Hades. Ich habe getan, was du wolltest. Wir hatten eine Abmachung. Du warst nie in der Position, mit mir zu verhandeln. Dein Leben gehört mir. Seit du den Kerberos getötet hast. Jeder hätte Wachen an den Toren platzieren können. In Wahrheit wollte ich nur, dass du dich hier eingewöhnst. Wovon redest du da? Oh, habe ich es nicht erwähnt. Es gibt noch ein fünftes Tor. Und du wirst es bis in alle Ewigkeit bewachen. Das ist dein Schicksal. Ich habe mich deiner Frau nicht gebeugt und dir werde ich mich auch nicht beugen. Oh, und wie du das wirst. Der schmeißt mit Stühlen auf mich. Okay. Sehr interessant. Er will mich also nicht gehen lassen. Gift auftragen. Hat wehgetan, was? Alter! Guck mal sein Leben an! Du hättest dich großartig in einer Sammlung toter Helden gemacht. Sammel das! Alter, der hat aber eine Reichweite mit seiner komischen Waffe da. Aufpassen, dass mir nicht mein Adrenalin ausgeht. Der hat ja nichts drauf. Irgendwann landen die erwerblichen Menschen sowieso alle hier. Warum wärst du nicht? Raus da! Ich glaube, ich muss die Kugel wegschießen da. Die nervt zu sehr. Ah, es ist weg. 5 Schaden und sowas. Lass das doch mal. Der baut immer so ein Schutzschild auf, dass man das erstmal wegschlagen muss. Nicht schon wieder so ein Ding. Sein Gift ist raus. Das ist auch ein scheiß Feld, was er da jetzt hat. Wow, 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 wow. Die verfolgt mich. Steht er da blöd in sein Feld rum. Ha! Und Gift! Ich komm nicht dazu, anständig Adrenalin aufzubauen, ey. Vielleicht ein bisschen mit dem Bogen draufschießen. Einfach nur für Adrenalinsegmente. Oh, da ist er schon wieder. Wie sieht's abklingzeitmäßig aus? Es geht noch. Auf den Knien! Das kriegst du richtig. Das war. Oh, 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 rausrollen. Wow. Flächenschaden hat er drauf, ey. Der ist ausgewichen. Letzte Chance. Gehorche und dann? Genau. Sein Gelaber ist echt nervig. Ich kann noch mal hier den hier reinhauen. Oh,
Oh, er ist down. Ich muss aus dem Feld da raus. So. Komm da runter. Jawoll, endlich fliegt er mal. Und das war's. Das war jetzt der große Hades. Coole Lichteffekte, aber nichts dahinter. Bleib mal erstmal liegen. Bevor ich mit dir rede, schaue ich mir erstmal an, was du mir hier mitgebracht hast, Schönes. Nämlich den Helm. Kriegerschaden, Feuerschaden und 100% Schaden mit Fackeln. Mit Fackeln. Geil. Ja. Aber wir können uns vielleicht mal optisch den Helm hier anmachen. So. Cassandra mit Hades-Helm. Hat sie ja in den Sequenzen sowieso nicht auf, aber wenn wir gerade neu haben, einmal aufsetzen. Einmal kurz aufsetzen. Ist nicht unbedingt mein Style, so ein Ding, aber seine Waffe, da bin ich nochmal neugierig. Attentatsschaden hat das Ding. Attentatsschaden und Feuerschaden, das ist auch eine Kombination, ey, die ich leider auf kein Rüstungsset habe. Attentatsschaden, Feuerschaden und Chance auf kritische Treffer beeinflussen nun auch Gift- und Brandeffektivität. Wow, das ist ein geiler Effekt. Dass kritische Treffer jetzt auch Gifteffekte beeinflussen, ist nicht schlecht. Aber warum ist da Feuerschaden drauf? Weil du hast leider kein Set. Es gibt kein Set im Spiel, wo du Attentatsschaden und Feuerschaden hast. Sonst immer nur Gift. So, Attentat und Gift hast du mehrere. Ne? Hast du hier dieses Meister-Assassin-Set, das Set hier, hast du immer Attentat und Gift drauf. Aber es gibt kein Set, wo Attentat und Feuer drauf ist. Sowas zu haben, da hätte ich mal Bock. Aber das Aussehen von seiner Axt finde ich geil. Das werde ich mir hier drauf machen, glaube ich. So. Einfach so optisch. Ne? Als schwere Waffe hier. Das sieht schon cool aus. Okay, Hades. Hast du jetzt immer noch so eine große Fresse? Oder siehst du jetzt ein, dass du verloren hast? Was gibt es da zu lachen? Als würde das sie irgendetwas bedeuten. Du bist eine Gefangene. Egal, wo du bist. Okay, wo ist sie denn? Lacker! Layla? Oh, jetzt hat hier wieder Veronica hier die Erinnerung abgebrochen, ne? Ah. Victoria, was hast du getan? Wie immer. Alles okay da unten? Schalt den Funk aus. Das geht eindeutig zu weit. Ich fahr alles runter. Ich komm schon klar. Du bist nicht mehr du selbst. Und du benimmst dich wie ein Kind. Sieh dich nur an. Merkst du nicht, was der Stab mit dir macht? Du klingst dich in Demos Erinnerungen ein und läufst in der Unterwelt Amok. Das ist der Sicker-Effekt. Du schadest dir. Du musst aufhören. Gib ihn zurück. Sofort. Nein. Der Stab oder ich. Entscheide dich. Lass los. Das ist es nicht wert. Es ist zu deinem eigenen... Alter, du kannst doch nicht deine eigenen Leute umhauen. Die macht sich Sorgen nur um dich. Victoria. Nein. Das muss ein Fehler sein. Das war ein Unfall. Ich schwöre. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Die Erbin der Erinnerung würde so etwas nie tun. So etwas? Victoria war meine Freundin. Das war ich nicht. Es funktioniert nicht. Ich brauche Zeit. Glaubst du, ich hätte das absichtlich getan? Es war der Stab, Alitir. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich würde nie töten.
Die Erbin der Erinnerung aus meiner Vision hatte Weitsicht. Deine Reaktion war völlig menschlich und unmenschlich. Ich fürchte, du kannst nichts aus dem lernen, was ich für dich erschaffen habe. Ich bin die Erbin der Erinnerung. Ich kann den Stab führen. Glaub mir. Ich weiß, dass ich es kann. Das hast nicht du zu entscheiden. Ich entscheide, ob du würdig bist. Obwohl es vielleicht schon zu spät ist. Gut. Ich verschwinde für einen Moment, aber lass nicht zu, dass ihr irgendetwas zustößt, okay? Und bitte geh nicht. Ich komme wieder. Ich gehe nirgendwo hin. Verdammt. Tut mir leid, Victoria. Ich kann jetzt nicht aufhören. Ich hoffe doch, die ist nur ausgenockt, oder? Ja, die knallt sie einfach mit dem Stab weg und dann einfach so, Victoria, steh auf. Von dem Treffer, ey, die ist erstmal 5 Meter geflogen. Aber was war denn das für eine Aktion? War das der Stab? War das Hades vielleicht? Hat Hades vielleicht gerade Kontrolle über den Stab ergriffen und hat Layla gesteuert? Weil das kam ja auch dieser komische Blick, ne? Hades hat Cassandra angeguckt, hat durch sie hindurch auch Layla gesehen und dann dieses Lachen von Hades, dass Hades gerade irgendwie durch den Stab Kontrolle über Layla hatte. Deswegen auch sein fieses Lachen. Ich glaube, der hat damit was zu tun gehabt. Weil wenn es der Sicker-Effekt ist, kann es ja nicht sein. Weil Sicker-Effekt, da würde Layla ja nur lernen von Cassandra aus. Und da Cassandra nicht einfach Victoria umgehauen hätte, würde Layla das dann auch nicht tun. Das heißt, Hades hat auf jeden Fall gerade was mit dem Stab gemacht. Deswegen auch dieser Blick. Und man hat ja auch gesehen, wie kurz diese Effekte waren, dass nicht Cassandra dort stand, sondern Layla durchgesickert war. Und das hat er gesehen. Das hat er auf jeden Fall gesehen. Selbst Alithia konnte sich das nicht erklären. Selene erhebt sich. Selene erhebt sich? Hä? Wer ist denn Selene? Jetzt haben wir aber überhaupt gar keinen Hinweis bekommen, wo es in der nächsten Episode hingeht, in welches Gebiet. Ich habe ja immer darauf getippt, dass man vielleicht den Olymp betritt, weil wir ja auch schon Poseidon und so gesehen haben, als einziger, dass es da vielleicht dahin geht. Aber bisher haben wir keine Hinweise. Ich weiß ja nicht, was Hades jetzt mit Cassandra anstellt, was er da macht und wie sie aus der Unterwelt hinauskommt. Wie das aussieht. Also die Waffe ist ziemlich cool, der Helm ist, naja, passt halt nicht zu ihr, ne? Aber ich wollte ihn mal anziehen. Gut, Leute, das war Episode 2. Wie geil einfach. Dieses ganze DLC ist bisher mega fett. Und ich glaube, in Episode 3 wird es nochmal richtig krass werden. Aber wir müssen natürlich wieder warten, bis es erscheint. Ja, ich hab noch eine einzige griechische Geschichte, die ich hier noch machen kann. Mal gucken, vielleicht mache ich jetzt erstmal so einen Tag mal Pause. Weil wir müssen ja auf jeden Fall nochmal mehrere Wochen jetzt leider warten, bis Episode 3 erscheint. Und ja, ich habe halt sonst nichts Assassin's Creed-mäßig, was ich da euch noch präsentieren kann, außer die eine griechische Geschichte. Es sollen noch 2 weitere griechische Geschichten kommen. Vielleicht haben wir da noch Glück, dass vor der nächsten Episode die noch kommt. Dann kann ich davon 2 noch zeigen. Dann hat man vielleicht wieder für eine Woche dann ein paar Videos und so. Aber ansonsten kennt ihr das ja leider. Müssen wir wieder warten, bis Episode 3 veröffentlicht wird. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Ich hoffe ihr auch. Und ich hoffe, ihr habt noch so viel Geduld und wartet dann auch, bis sie erscheint. Und seid dann wieder mit dabei bei den Videos hier auf meinem Kanal. Also, ich bedanke mich erstmal wieder recht herzlich bei allen, die hier Episode 2 auch wieder mitverfolgt haben. Ich fand's geil, ich hoffe ihr auch. Und ja, danke an alle Unterstützer für die Daumen nach oben, für die Kommentare. Und ja, wir sehen uns hier oder hören uns im nächsten Assassin's Creed Video, wenn's weitergeht mit der nächsten Veröffentlichung der nächsten Episode. Also, haut rein, bis denn. Macht's gut, ciao.